Jo, liebe Freunde, ja, er hat schon gesagt, willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Overlord. Und wir begeben uns jetzt zu die römische Wüste voller Gold und Glanz. So, ich bin echt gespannt, ich mag eigentlich Wüsten und oh, wir haben über hier eine Mission. Die werde ich jetzt erstmal weglassen. Obwohl, Moment, ich guck mal ganz kurz, was das für eine Mission ist. Die Quest, beziehungsweise nicht die Quest, die Schergenfarm habe ich immer noch nicht gemacht. Wenn ich ehrlich bin, habe ich keine Lust zu. Finde die böse Quelle des Bösen, die im Dunkelwald aufgetaucht ist. Okay. Ich weiß nicht mal, wohin wir da müssen und ich will jetzt hier nicht stundenlang rumlaufen. Deswegen gucke ich mal ganz kurz, wo das ist. So, liebe Freunde, und da bin ich wieder. Ich weiß wohin. Oh, wir haben nicht mehr viele Schergen. Ich hätte mal wenigstens ein paar farmen sollen. Scheiße, Tobi, du Idiot, Alter. Ach, das schaffen wir. Ey. Wir haben auch nicht mehr. Toll. Nein, du sollst die Roten. Die Roten! So. Oh, Alter. Heslon. Alles klar. So. Ich war am Lösung gucken, habe auch nichts gefunden. Und hab gedacht, ach komm, renn mal kurz so lange rum, vielleicht findest du es, so groß ist das Ding nicht. Und gleich hier um der Ecke ist irgendwas. Ich war da noch nicht. Ich habe es nur von Weitem gesehen. Da. Das muss was sein. Und das gucken wir uns genauer an. Ein weiteres dieser Tore. Vielleicht treibt das konzentrierte Böse all dieser Helden etwas an die Oberfläche wie eine böse, eiternde Pustel. Wie ich höre, ist es ein neues Theaterstück über den Ruhm der Elfenrasse. Möge die Gerechtigkeit siegen. So. Und dieses Tor hat was mit Rising Hell zu tun, das Add-on für Overlord. Nämlich diese Tore, es gibt vier Stück. Eins hat man am Anfang, dieses Hügelland. Und das ist das zweite. Und dann gibt es noch zwei weitere. Das ist nur mit Overlord Rising Hell zusammen. So, und da gucken wir mal rein, was wir da so machen müssen oder können. Ich bin euer demütiger Diener. So, und da sind wir auch wieder. Neue Dingsbums hier. Ach komm, gehen wir mal ein bisschen farmen. Was lassen die überhaupt fallen? Ich glaube Feuer, oder? Ja, nee, grüne. Okay. Na, ja, grüne sind auch gut. Besser als nichts, also. Ich war nicht farmen, also. Ja. So, was ist das da? Okay. Das sieht aus wie eine Bühne irgendwie. Das werden wir uns auf jeden Fall gleich gemeinsam angucken. Wir haben es aktuell, falls ihr es mal wissen wollt, Dienstagmorgen um 10 nach 10. Und ich nehme jetzt das Overlord so lange auf, bis ich merke, es ist bald durch oder eine gewisse Zeit. So. Das ist ein Tor. Okay. So, da kommt man nicht durch, ne? Nee, das können wir auch nicht kaputt machen. Dann müssen wir wahrscheinlich hier unsere Schergen rüber schicken. Diese Wurzeln scheinen kein Weg zu mögen. Das kann ich verstehen. Okay. Komisch. Licht, Scheinwerfer in so einer Welt? Licht, Strom? Die Augen weh. Oh, ich halte das nicht. Was soll der Scheiß? Hör mit der Kacke da. So. Aber worauf ich mich am meisten freue, mit euch natürlich, hoffentlich, ist natürlich Overlord 2. Deswegen möchte ich Teil 1 so schnell wie möglich durchspielen. Aber ich mache das jetzt wie immer nicht nur einfach so ruckzuck. Nein, ich lasse mir ein bisschen Zeit. Aber vor Weihnachten sollte das Let's Play auf jeden Fall noch kommen. Und da muss ich mal... Nein! Scheiße, was war das für eine Kacke? Ach Mann, toll, wieder so 8000 verloren. Ah. Oh, ich habe voll trockene Lippen, Alter, es tut voll weh.
Naja. So. Wir versuchen es mal mit 20. Müssen wir schaffen. Schon wieder! Ich kann und will diese Farce nicht mehr sehen! Geister! Und Oberon Grünschleier! Ah, wie ich sehe, haben wir einen besonderen Gast. Willkommen bei der Schrecken des Dunkelwaldes. Ich hoffe wirklich, dass es euch gefällt. Erster Akt. Die Elfenrasse lebt friedlich in den Tiefen des Dunkelwaldes. Sie wird beschützt durch ihre unwürdige Gottheit, die Muttergöttin. Oh Bruder, wie glücklich können wir uns schätzen, im reichen grünen Schoß des Elfenwaldes zu leben. Das ist wahr, mein Freund. Lass uns zur Muttergöttin beten. Sie ist zwar eine kalte, gefühllose Dirne, die unserer Anbetung nicht würdig ist, aber nur sie lauscht unserem Wehklagen und unserer Poesie. Kalte, gefühllose Dirne. Der Autor dieses Stücks scheint die Muttergöttin und die Elfen nicht besonders zu mögen. Ich bin schon jetzt hellauf entzückt. Zweiter Akt. Die Zwerge greifen den Dunkelwald an und vernichten die Elfen auf ihrem eigenen geliebten Grund. Das nenne ich Unterhaltung. Dritter Akt. Der Schrecken hält Einzug im Dunkelwald. Wo ist er? Wo ist der Schrecken? Ich will den Schrecken. Was soll das heißen? Kaputt? Gut, fangen wir nochmal mit dem ersten Akt an. Ein bisschen Übung kann euch nicht schaden. Ich schade gerade, als es gut wurde. Vielleicht solltet ihr diesen Schrecken des Dunkelwaldes finden und helfen, die Sache zu Ende zu bringen. Finden das Requisit Schrecken des Dunkelwaldes. So, das war ein hässliches Theaterstück, mag ich jetzt schon nicht, ist viel zu bescheuert. Erster Akt. Die Elfenrasse lebt friedlich in den Tiefen nicht schon wieder, des Dunkelwaldes. Sie wird beschützt durch ihre unwürdige Gottheit, die Mutter. Können wir die da angreifen? Ja. So. Was ist das, ist da? Wahr, mein Freund. Okay, nichts. Lass uns zur Muttergöttin beten. Müssen wir mal gucken, was wir Sie hier machen müssen. Ist zwar eine kalte, gefühllose Dirne, da ist die irgendwas. Unsere Anbetung nicht würdig ist. Oh nee, nee. Wiederholen die das echt den ganzen Tag? Unterweltsteinherr, Oberons Wurzeln bedecken. Das habe ich nie gesagt. Okay, findet eine Möglichkeit, Oberons Wurzelbarriere zu zerstören. Okay, müssen wir mal gucken. Nein, das Schauspiel da links, das geht mir jetzt schon tierisch auf die Nüsse. Nein, das ist jetzt angreifen da. Jetzt ist Krieg! Naja. Hab's mir anders vorgestellt, aber was soll ich machen? Kommt erstmal her hier. Verschießen die? Wo schießt denn der da hin? Okay, da hinten ist er dann wahrscheinlich runter. Okay, wir versuchen nochmal vorbeizugehen. Ja, wir haben schon viel verloren und naja, noch 12 Schergen. Wenn die da oben schießen, die kleinen Ratten! Aber was soll ich machen? Ich kann da ja nicht zaubern. Okay, runter kommen wir da nicht. Wo kommt denn er hier? Verarschen? Was ist das für eine Kacke? Lass uns zur Muttergöttin beten. Sie ist zwar eine kalte Gefühl, ich glaube, ich ahne was, und zwar Anbetung nicht würdig ist, was ist sie lauscht unserem Weglagen. Ey, ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ich muss mal kurz weiter rufen. Nein, du sollst die scheiß Kamerabug machen.
Mann, hallo! Oh, das ist doch zum Kotzen gerade. Ich hätte mal doch farmen sollen. Ah, dieses Kamerascheiß, Alter. Also, das war jetzt richtig assi. Sorry, aber das war gerade wirklich richtig assi. Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Auf jeden Fall scheiß Kamerabug plus Rummibug, ihr habt es selbst gesehen. Ja, was soll ich schon machen? Okay. Ah, ich hätte mal farmen sollen, ich Idiot. Ach, scheiße. Okay, auf jeden Fall. Die werden immer wieder belebt, wenn das Theaterstück zu Ende ist. Das heißt, wir müssen irgendwas in der Zeit machen. Oh, ihr seid so doof, Alter. Nein, nicht so viele. Oh, gut. Wir haben keine grünen mehr und keine braunen. Wenn das schief geht, muss ich halt neue farmen. Oh, fuck, Mann. Okay. Zweiter Akt. Die Zwerge greifen den Dunkelwald an. Da ist auch was. Die Elfen auf ihrem eigenen das ist das Signal. Gut, erster Akt von vorne. Wartet mal. Okay, mit dieses Ding macht man das den Akt immer von vorne. Okay, aber wie kommen wir da ran? Erster Akt. Die Elfen müssen wir doch alle töten? Warte mal, ich. So. Das ist das Signal. Gut, erster Akt von vorne. So, dann machen wir mal alle tot. Hoffentlich. Ey, ihr müsst doch mal angreifen hier, wenn ich nach vorne drücke. Erster Akt. So. Die Elfenrasse lebt friedlich. Ja, wir haben schon wieder viel verloren, ey. Das geht mir so auf die Nüsse. Mensch, ihr müsst doch mal angreifen da. Sag mal, die Maus ist nicht kaputt. Die Schergen sind kaputt. So, wie wir in Akt 2 machen wir dann wieder das Ding zurück. Das ist wahr, mein Freund. Lass uns zur Mutter Göttin beten. Sie ist zwar eine kalte, gefühllose Dirne. So, wir machen mal alle kaputt. Aber nur sie lauscht unseren Weglagen und unserer Poesie. Ich hoffe, das bringt was. Ansonsten. Oh, wir sind zurück. Schnell, wir müssen das Ding zurückstellen. Ich hoffe, die werden davon nicht wiederbelebt. Das ist das Signal. Hä? Gut. Die sind da oben wieder gespawnt. Was ist das für eine Kacke? Was müssen wir denn hier machen? Also, was macht das noch nicht? Ich hab keine Ahnung. Rasse lebt friedlich in den Tiefen des Dunkelwaldes. Sie wird beschützt. Warum sind die wieder nachgespawnt? Unwürdige Gottheit. Ach, wir haben schon wieder viel zu viel verloren, ey. Hä? Das ist das Signal. Gut. Erster Akt von vorne. Moment, ich guck mich mal ganz kurz um. Ich kapier das hier überhaupt nicht. Das muss der Schrecken sein. Ihr müsst an sie herankommen, Herr. Ja, die Frage ist nur, wie du Knallbonbon. Was ist denn hier unten alles? Oh, nö. Alter, das ist ja alles scheiße, ey. Oh, Mann. Also,
Weiß nicht. Ich gucke mich mal ganz kurz um, bevor ich die Folge beende, weil... Hier bereiten sich die Geister vor, die die Zwerge spielen, Herr Kahn. Ich kann nicht kaputt machen, da ist nämlich was zu drehen. Ihr würdet mir nicht vielleicht ein Auge haben. Müssen wir mal gucken. Die Zwerge greifen den Dunkelwald an und vernichten die Elfen auf ihrem eigenen geliebten Grund. Das mag ich jetzt schon hier gar nicht. Jetzt hat sich das hier... hier hat sich das jetzt hier öffnet. Nee, Leute. Ich muss zurück, ich muss Schergen farmen. Das bringt absolut gar nichts. Ich habe von grün und grau braun null. Ich habe das voll verpeilt, ich Idiot. Das werde ich aber jetzt machen. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen, wenn ich mal gerade wüsste, wo dieses Scheißportal ist. Dann hoffen wir mal, dass wir das nächste Folge schaffen. Aber das Ding sieht zwar gut aus, aber mir gefällt. Warte mal. Achso, hier hoch. Ja, es gefällt mir zwar irgendwo. Naja, nicht ganz. Also, keine Ahnung. 50-50, ich weiß es nicht. Aber das hier muss man schon überlegen, was man machen muss. Also, so einfach haut. Nee, ich wollte doch nicht da rein. Nee. Gut. Ich gehe zurück, fahre mit ein paar Schergen. Und. Wie komme ich denn zurück? Dank euch hoffen wir. Naja, wir sehen uns dann in den nächsten Part wieder. Trotzdem vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, die nächste Folge wird ein bisschen krasser, geiler, sag ich mal. Und wir sehen uns bis dahin, euer Tobi.